Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima 7 Teil 2. Ich habe mal das mit Kantra nachgeprüft. Und es ist tatsächlich das Wasser der Logik, das wir hier brauchen. Also bei ihr, um sie zu heilen. Und es ist tatsächlich ein Bug, dass das nicht geht. Für Exult gibt es zwar eine Mod, die das beheben soll. Aber entweder bin ich zu blöd, diese Mod zu installieren. Oder es geht nicht, weil es einfach schon zu spät ist. Dass wir das hätten früher machen müssen, vielleicht mit einem neuen Spiel anfangen oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat es nicht hingehauen. Und daher lassen wir das jetzt mal. Können wir nichts anderes machen. Ich meine, höchstens vielleicht, wenn die Mod tatsächlich nicht richtig installiert ist, versuchen die Mod richtig zu installieren. Aber ganz ehrlich, lassen wir es einfach. Ich lasse es einfach. So, ich habe auch mal nachgeschaut, wie es hier weitergeht. Und eigentlich stand das ganz groß schon in den Büchern hier drin. Das hieß nämlich, dass wir uns einfach niederknien müssen. Vor ein Altar oder irgendetwas. Ja, hier eigentlich, dass wir uns hier niederknien müssen. Keine Ahnung. Und dann geht's nämlich los. Dann knien wir uns nieder. Und dann kommen wir nämlich hierher. Wir wollen den Test beginnen. Also, er stellt uns Fragen. Mhm. Natürlich riskieren wir unseren Tod, um die Person zu helfen. Was für eine Frage. Wir lassen natürlich das Geld liegen. So, dritte Frage. Continue natürlich. Das stand auch in einer der Schriftrollen drin. Das habe ich sogar noch gewusst. So. Haben wir den Text jetzt. Ach. Der Test beginnt erst jetzt. Und wir haben natürlich mal wieder keine Ausrüstung dabei. Ich glaube, diesen Buch, des Translation-Dings benutzen wir noch. Und dann geht's wohl mal los. Mal sehen, was uns hier erwartet. Die Truhe lassen wir jetzt einfach mal liegen. Was haben wir hier? Wir sollen uns wählen. Okay, und wie helfen wir dir? Ah. Na gut, dann drücken wir mal den Knopf. Ja, und es war ziemlich eng. Und, ah, okay. Es geht automatisch weiter. Nächster Test. Wahrscheinlich nochmal eine Übersetzungsschriftrolle, damit wir lesen können. Hier müssen wir unser ganzes Zeug auf den Podest legen. Und mit nichts, was wir haben, weitergehen und diese ganzen Dinger ignorieren. Und dann kommen wir hier durch diesen Gang durch. Damit dürften wir auch diesen nächsten Test geschafft haben. Und der dritte Test ist wahrscheinlich der Kampf bis zum Tod. Ah, Schalter. Ach nee, Battle natürlich. Okay, das heißt wohl, wir müssen angreifen. Ja, das war mal auch schon vorher. Nein, natürlich machen wir das nicht. Oh
Okay, und wir kommen wieder zurück. Alles klar. Unser Zeug haben wir natürlich wieder hier. Sehr gut. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Ich wollte eigentlich die zwei hier reinlegen. So, müssen wir dann wieder rausgehen? Ich schätze mal, da wo der Brunnen war. Vielleicht fließt ja jetzt Wasser. Naja, wir werden es gleich sehen. Wir werden es gleich sehen. Das müsste dann hier im Norden sein. Ah ja, guck mal. Jetzt fließt Wasser. Ist ja mal heiß. So, benutzen wir doch mal den Eimer. Und erledigen erstmal unsere Angreifer. So. Du bekommst diesen Eimer. Das heißt, wir haben jetzt Disziplin, Logik und Ethikalität. Gut. Da haben wir Emotion, Toleranz und Enthusiasmus fehlt leider noch. Und so viel Eimer brauchen wir doch gar nicht mehr hier. Ich weiß zwar, warum wir jetzt die Eimer mitnehmen sollten, aber ganz ehrlich, so viel Eimer, wie wir jetzt mittlerweile gesammelt haben, brauchen wir echt nicht. Den hier lassen wir jetzt einfach mal zurück. Und wieso hast du eigentlich diese Waffe hier drin? Ach, das kam wahrscheinlich vom Dings her. So, jetzt aber. Aber ich hätte, glaube ich, gerne lieber die hier mit einem Schild. So. Sieht doch schon besser aus. Gut, nachdem wir das jetzt haben, können wir wieder zurückgehen. Ein Wasser fehlt uns ja noch und wir müssen noch nach Moonshade. Gut, jetzt muss ich mal was nachschauen. Das da war offen, das war ja nur Dings. Die zwei waren offen. Sind zwar jetzt nicht, wo wir hin müssen. Ja, genau, die waren offen. Da waren wir schon statt der Ordnung und Disziplin, genau. Die waren offen, das war Mönchsinsel und vorn. Ja, die ist noch zu, okay. Die unten waren wir auch schon. Das war der nördliche Wald. Die ist weiterhin zu, alles klar. Die oben haben wir gesagt, sind offen. Was ist mit der hier? Bei der neuen geht's zur Chaosstadt. Da waren wir schon drin. Was ist die ja auch zu? Nee, die ist jetzt auch offen. Da waren wir noch nicht drin. Dann lasst uns mal hier schnell reinschauen. Wo geht's denn hier hin? Ah, Tempel der Emotionen. Alles klar. Da müssen wir nicht mehr hin. Können wir einfach so fliehen? Ah, anscheinend funktioniert das. Gut. Das heißt, die hier sind beide offen. Jetzt müssen wir hier. Da waren, glaube ich, auch alle offen. Vornays, Moonshade, Sleeping Bull und Estram, genau. Da waren wir schon. Was ist mit denen hier? Okay, auch offen. Dann hätte ich gesagt, gehen wir erstmal da runter oder dahin. Gehen wir da lang. Schauen wir erstmal hier rein. Ah ja, hier sind wir also. Da waren wir ja schon mal. Das ist dieser Irrgarten, genau. Okay, dann das wird auch ein Tempel sein. Ich weiß allerdings jetzt gerade nicht, welcher. Wir werden es uns einfach mal anschauen.
ob wir hier durchkommen irgendwie. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Irrgarten hasse? Wir müssen anscheinend. Ja. Ach, ich wollte eigentlich nicht mit dir reden. Was ist hier drin? Nix. Wir müssen anscheinend nach oben gehen, damit wir hier durchkommen. Die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Hä? Ich bin im Moment etwas irritiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil dafür führt es doch auch nur nach darüber. Ist da kein. Nee, kein Geheimgang. Ah, wir müssen wahrscheinlich ganz hoch und dann geht's da hoch. Okay, ich verstehe es. Glaube ich, aber wie kommen wir am besten dahin? Ah, ich glaube, ich weiß es. Wir müssen hinter den Dings durchlaufen und kommen da an dem Dings vorbei. So rum schaffen wir's. Perfekt, wir sind jetzt oben. Hier geht's wahrscheinlich nochmal hoch. Genau. Und von hier kommen wir doch bestimmt. Ah ja, wir müssen da lang. Ich glaube, ich habe den Weg auch schon gefunden. Wir müssen hier lang, hier lang. Nicht hier lang, sondern hier lang. So, sehr schön. Das haben wir geschafft, hätte ich gesagt. Komm hier raus. Da müsste jetzt gleich die Dings nach unten sein. Aber ist hier oben noch irgendetwas? Nee, sieht nicht danach aus. Alles klar. Wisst ihr was? Bevor wir weitermachen, zauber ich aber erstmal eine Heilung auf mich. Und ich glaube, ich mache jetzt auch mal ein großes Licht. Wenn ich es denn finde. Hä? War das so ein großer Zauber? Great Licht? Nee, das war ein relativ kleiner Zauber. Naja, das hat nicht viel gebracht. Naja, egal. So. Hier sind wir. Wir haben es durchgeschafft. Hat der irgendwas Interessantes bei sich? Nein. Hast du was Interessantes bei sich? Nein. Da haben wir eine Tür und eine Falle, wie es aussieht. Okay, das scheint geklappt zu haben. Frage, sollen wir das eigentlich den Schlüssel. Ja, wer weiß, wann wir den noch genau brauchen. Oder für wie viele Türen wir den noch. Ja, ich habe es natürlich umgekehrt gemacht. Die Frage ist, brauchen wir diesen Dings auch noch? Ich habe keine Ahnung. Ja, da ist noch der Great Light. Naja, gut. Irgendwas Interessantes. Nee, nicht wirklich. Hast du noch was? Nein, du hast auch nichts Interessantes. Enthusiasmus immer. Okay. Frage ist, was ist denn das hier? Ach, da können wir wieder durchschauen. Interessant. Interessant. Was sehen wir denn? Shamino sehen wir.
irgendein Schloss und ich glaube, ich weiß auch schon, wo sie sind. Schloss of White Dragon. Das ist bestimmt das Schloss, wo wir schon gewesen sind, wo wir nicht reingekommen sind. Da könnte ich jede Wette drauf eingehen. Passiert jetzt noch was? Ah. Okay, so, dann probieren wir doch mal aus, ob wir mit einem Eimer einfach so das Zeug hier mal hochholen können. Ja, das scheint zu klappen. Ich hätte es nicht gedacht, dass das klappt. Ich hätte gedacht, da fehlt noch was. So, wir haben alle drei Wasser zusammen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Wir haben, glaube ich, allerdings noch einen Weg. Ah, ich glaube, ich weiß, wohin der weitere Weg führt. Der führt bestimmt zum Tempel der Toleranz. Können wir ja, müssen wir zwar nicht mehr, aber können wir ja auch noch besuchen gehen. Einfach, um mal zu sehen, was da ist oder wie auch immer. Das können wir auf jeden Fall mal machen. Und dann haben wir nur noch eine verschlossene Tür, glaube ich. In allen anderen waren wir schon drin. Und da haben wir auch noch keinen Dings dafür. Keinen Schlüssel. Also das geht immer noch nicht aufzumachen. So. Dann mal nichts wie raus hier. Eigentlich war der Irrgarten gar nicht mal so kompliziert, wenn man sich gemerkt hat, dass man hinter der Tür auch vorbei kann. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, hier ist ganz schön dunkel gerade. Die Wolken verdecken doch ziemlich viel. Naja, aber egal. So, hier sind wir wieder. Wir haben alles Wasser. Dann lasst uns noch die nächste Tür mal anschauen, wo die hinführt. Ich wette, das ist die zum Tempel der Toleranz, wo wir das Wasser allerdings schon haben. Schauen wir mal. Da waren wir, glaube ich, auch noch gar nicht, oder? Oder doch? Ich weiß es gar nicht. So, was sagt unsere Karte, wo wir sind? Ach, da oben sind wir. Nee, ich glaube, da waren wir tatsächlich nicht. Wir sind ja hier durchgegangen und... Ich glaube, da waren wir tatsächlich nicht. Petra hat Hunger, aber sie isst doch gar nichts. Ja, ist auch wieder verbuggt hier. Dass sie, naja, gut. So, Petra kann auch mittlerweile noch ein bisschen trainiert werden. Das war relativ viel. Das könnten wir auch noch in Anspruch nehmen, mal machen. Vielleicht mache ich das aber auch zwischen den Folgen mal. Dass ich das Ganze mal hier... Nee, das mache ich nicht, weil wir müssen auch noch nach Monitor durchgehen. Um Geld zu holen. Nein, das machen wir dann während der nächsten Folge oder nachdem wir in diesem Tempel waren. Und quasi dann die ganzen Tempel abgeklappert haben. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.